So, kannst du losgehen? Ja. Also, dann wollen wir mal. Hallo und herzlich willkommen zu CatClaw Kampfkunst. Heute wieder mit einem Video aus dem Themenbereich Hebeltechniken. Und es geht heute nochmal um den Flaschenöffnergriff, aber diesmal auf der Daumenseite. So, also im letzten Video hatten wir ihn hier auf der kleinen Fingerseite und haben hier rüber gehebelt. Und das gleiche geht natürlich auch andersrum. Das heißt, ich kann auf der Daumenseite die vier Finger runterlegen. Was sich jetzt hier ändert, ist, dass ich meinen Daumen jetzt hier auf die kleinen Fingerknöchel drauf drücke und damit mehr Hebelkraft habe. Ansonsten ist es genau die gleiche Bewegung. Das heißt, Handballen geht runter, Finger ziehen. Ich gehe hier ein bisschen nach vorne bzw. nach oben und senke hier ein bisschen ab. Und löse damit den Griff. In der Anwendung muss man jetzt eins bedenken. Wenn ich auf der kleinen Fingerseite arbeite und sich eindrehe, kriegt sie automatisch immer einen Impuls, sich von mir wegzubewegen. Und das erschwert Aktionen mit der zweiten Hand. Kommt nämlich nicht mehr an mich ran. Mache ich den Hebel auf der Daumenseite, dann beuge ich den Arm. Das bedeutet, sie kriegt eine Bewegung auf mich zu. Und das macht das hier sehr einfach. Das will ich natürlich unbedingt verhindern. Deswegen zum einen mache ich mich klein, ziehe auch meine Schulter hoch, um mich zu schützen. Und bevor ich hier ansetze, arbeite ich mit einem Schock zum Gesicht. Das heißt, ich schocke, dann mache ich meine Technik. Im Ganzen sieht das dann folgendermaßen aus. Während ich gleichzeitig mit der Hand hierher gehe, schocke ich gleichzeitig. Löse. Und von jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ich gehe in den Kipphandhebel. Das heißt, ich drehe die Hand 90 Grad ein, lege sie zu meinem eigenen Körperzentrum und würde jetzt hier einen Schritt in diese Richtung machen, bis sie auf den Boden fällt. Die andere Möglichkeit, ich mache einen Handbeugehebel. Das heißt, ich drücke die Handfläche auf den Unterarm. Da bringt es jetzt nichts, wenn ich hier nach vorne drücke, weil dann geht sie einfach einen Schritt zurück, sondern ich muss nach hinten gehen. Das heißt, ich mache einen tiefen Schritt und bewege sie genau in diese Lücke und ziehe damit ihren Oberkörper über ihren Schwerpunkt. Wenn ich dann weitere Schritte nach hinten mache, geht sie damit automatisch zu Boden. So, diese zwei Techniken werden wir jetzt gleich noch aus einer anderen Perspektive zeigen und mit dem Kopfschutz, damit wir den Schock auch authentisch setzen können. So, was ist, wenn sie jetzt mit beiden Händen zu meinem Körper greift? Antwort, es ändert sich überhaupt nichts. Ich kümmere mich um eine Hand nicht, ich ziehe weiterhin normal meine Technik durch. Die zweite Hand stört mich dabei überhaupt nicht. Egal, ob ich jetzt auf der Daumenseite arbeite oder auch auf der Kleinfingerseite, die zweite Hand behindert mich nicht. Etwas anderes ist es aber, wenn die eine Hand mich hier festhält und mein zweiter Arm blockiert ist. Entweder, weil sie mich festhält oder weil ich ihren Arm blockiere, also hier quasi mit ihr im Clinch bin. In diesem Fall kann ich hier nur eine Situationsverbesserung einsetzen. Ich kann auch hier mit dem Schock arbeiten, jetzt mit der Hand. Das heißt, ich greife, löse, greife zurück, kann die Hand lösen und habe jetzt aber lediglich eine Situationsverbesserung hier. Weil, wenn ich hier versuche, einen Kipphandhebel zu machen, sperrt sie einfach. Das heißt, ich nutze das hier lediglich als Ablenkung und habe jetzt die Möglichkeit, hier auf der Seite eine andere Technik zu machen. Auch aus dieser Position möchten wir jetzt gerne ein paar Beispiele zeigen. Mit verschiedenen Angriffen und verschiedenen Varianten, was man daraus machen kann. Oh, abschließend noch. Es ist natürlich fast nicht möglich, hier direkt die Hand zu treffen, wenn ich hier einfach schnell hergehe. Das versuche ich auch gar nicht erst, sondern ich gehe mit meiner Handfläche auf ihren Handrücken und rutsche beim Zurückziehen rein. Und so suche ich den Kontakt zur Hand, egal ob auf dieser Seite oder auf der anderen. So, noch ein Tipp ganz zum Schluss, was auch passieren kann, gerade auf der Daumenseite. Ich mache meine Technik und sie lässt nicht los. Jetzt kann ich, bevor ich noch irgendwelche härteren Maßnahmen gebe oder was ganz anderes mache, weil ich ja die Hand hier schon habe, die sogenannte Daumenpresse einsetzen. Das heißt, ich nehme zwei Fingern, den Daumen, und mit meinem Daumenballen gehe ich auf seine Gelenksrückseite und drücke die zusammen.
Dadurch lässt sie los. Technik hat einen Nachteil, da ich sie hier in der halboffenen Hand halte, zieht sie die Hand einfach weg und ich muss dann was anderes machen, aber ich habe zumindest den Griff hier gelöst. So, damit sind wir heute am Ende angelangt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Beim Trainieren denkt bitte daran, arbeitet partnerschonend, macht euch nicht kaputt. Vielen Dank fürs Zuschauen.